And so not only did I put an end to her catching kids now, but I also got the book. Yes, wouldn't want any more kids captured, would we? Pardon? No, nothing. It's a great good you've done, sure. So two down, one to go. If you wish to discuss the last one, hurry up about it. The sooner you get the last item, the sooner we can save your grandpa. Ja, aber wie war das jetzt nochmal mit der Rose? Die ist auf irgendeinem Berg, oder? Ich klicke das nochmal eben ganz schnell durch. An enchanted rose. Gläserner Berg. The tale goes that a dragon. You should speak to the minister at the church. Ja, gut. Wow, a dragon. Okay, der Pfarrer in der Kirche, mit dem haben wir jetzt schon einige Male gesprochen. Aber ich kann es ja nochmal probieren. Yeah. Und wahrscheinlich müssen wir auch vorher noch das Rätsel lösen, könnte ich mir vorstellen, dass, Orgelrätsel. Aber gut, dann spreche ich den jetzt einfach nochmal an, weil ich auch nicht wüsste, wohin wir sonst gehen sollen. Hello again, Theo. Hello, yeah. So, was hat es... Sagtest du, der Drache fliegt von einem Glockenturm aus? Wo ist denn der? Did you say the dragon would fly people from the bell tower? Where's that? Why, yes, it's right through the door behind you. Alas, for many generations now... The door has been sealed shut. For years I've looked for a means to open it, but for years it has remained closed. This place was built entirely for the love of the Red Dragon. I'm sure many answers lie here, somewhere, before our eyes. I'm but an old man, not a detective. Ooh, a detective? Maybe I can have a... Das haben wir schon gehört. Das sind alles nur die Gemälde. Okay. Thanks for your... Es wird auch direkt vor unserer Nase liegen. Vielleicht hat es auch mit dem Fenster hier zu tun, wo der Drache drauf ist, aber auf jeden Fall mit der Kirchenorgel. Nur ich habe mir die jetzt schon so oft angeschaut und es ist einfach kein Hinweis da. Nee, es ist einfach kein Hinweis da und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das irgendwie durch Ausprobieren hinbekommen müssen. I really do love these. I really do. Okay. I really do. The left one is showing Gut, das hatten wir aber auch schon. The right window is... Hold on. Was? I wonder if there's any clues like Theodore said. Oh, Let's okay. See. Ach, Mann. No. Nothing about a bell tower, I don't think. Nothing really looks out of the ordinary. Oh, wait. Except this. There's a small cluster of strange little symbols here on the right window. Huh. How about that? Not sure what it means, but it definitely is peculiar. Okay. I really do love the left Ja, ja, sagt sie da jetzt. The right window. Ja, ja, okay. Gut. Eine Ansammlung von Symbolen. I should try something else. Feuriger Drache. Interested in this little guy? No. No, not interested. Können wir die vielleicht von der anderen Seite besser sehen? Maybe not here. Ist ja nicht hier. Was denn nicht hier? That das wird nicht work. Gehen. Ich mach doch gar nichts. I really do love these. Okay. They're just so... Gut, also von hier sehen wir die Symbole gar nicht, wie es aussieht. Straßenlaterne. Können wir die vielleicht mal This anzünden seem to oder work. So? Moment. He could certainly light the lamp for me, but it's too high up for him. Okay, also würde das rein theoretisch tatsächlich gehen... Aber es ist zu weit oben. Moment mal. Oh yeah. If I bent the lamp down, I could light the lanterns. Ja, das ist die Idee. Then maybe I can light those pretty patterns on the window. Let's see. Oh, sehr gut, nicht mal kaputt gegangen. Aha. Now I can reach them. Okay, kleiner Babydrache. Du darfst Feuer machen. Okay, es leuchtet auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. I really do love these. Sag doch nicht immer das Gleiche. Hat sich jetzt an der Kirchenorgel hier... Ach, sag bloß. Was zur Hölle sind das für Symbole?
If these patterns have some kind of meaning, I haven't seen what it is yet. I should look more into what these patterns might mean instead of randomly guessing. Vor allem, ich sollte endlich mal rausfinden. So, als hätten wir das jetzt schon 100-mal versucht. Aber egal. Hello again, Theodore. So, ich hoffe, er weiß irgendwas. Nein. Danke für deine... Bitte, was? Das gibt's doch nicht. Der weiß da nichts drüber? Thanks for your help. Of course. Der weiß nichts über die Symbole? Der Ladenbesitzer nicht, die Ashley wahrscheinlich nicht, am ehesten die Zauberin. Ich hoffe es sehr. Oder aber die Hexe. Okay, gut. Hat sich erledigt. Ach Mann. Hier. Also der Wirt höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich denke, da können wir eh nicht rein. Der Ladenbesitzer. Oder hatte der ein Buch oder sowas? Nee, auch nicht, ne? Ich versuche mal reinzugehen. Ah, das geht sogar. Warum ist es hier gerade so dunkel? Warum ist es hier jetzt gerade so dunkel? Alright. Hi. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Are you okay? Yes. Björn? Bjorn is well. Abba, yes. Good grief. You always. Oh yes. Here, here. I can't. But yes. Just hurry. Couldn't agree more. Okay, gut. Schlafender Mann. Keine Ahnung, warum es jetzt hier so dunkel ist. Gut, dann gehe ich mal zur Hexe. Die wird uns jetzt höchstwahrscheinlich nichts mehr sagen. Na, I don't think it will do any good. Da nochmal runterzugehen. Hans ist auch frei. Der Schmied sitzt da auch nicht mehr. Zum Räuberhaus kommen wir nicht mehr. Wie finden wir denn raus, was die Symbole bedeuten? Nur das Amulett. Gut, frage ich doch mal eben Ashley. Oder aber der Fuchs, vielleicht ist der noch da. Hi, sie ist so süß, aber sie kann mir leider nie helfen. Das ist ein bisschen schade. Gut, also nochmal zum Fuchs. Ah, da ist er ja schon. Evening once again. To what do I owe this? So, Bens Verkleidung. Oh, Gott sei Dank geht es dir gut. Oh, thank goodness, you're safe. How did it go? What happened? Yes, that bumbling oaf's eyes couldn't have lit up fast enough when he laid them upon me. He seemed pleased enough with the notion I was running away with my life. Supposedly forever, for all he knows. You've done a good thing, you know. I appreciate it. And so does Ashley, I'm sure. Okay, ich sollte wohl besser los. I should probably. Very well. Strange thing to say. Moment. Moment, Moment. Wenn uns hier niemand helfen kann, dann muss ich es wohl selbst rausfinden. Was ist, wenn ich von hier nochmal schaue? Besser nicht hier. Okay. Vielleicht kann ich auch mit der Telekinese noch was machen, dass ich einfach jetzt die Telekinese auf die Orgel anwenden kann. I'll just leave it as it is. Alles, wie es ist. I really do. So, Moment mal. Sind das denn alles unterschiedliche Symbole? Wir können ja mal schauen. Die sind auf jeden Fall nicht identisch. Das ist auch ein anderes. Das hier haben wir auch noch nicht. Das auch noch nicht. Das hier ist aber da nochmal. Dann haben wir das, was unten so ein bisschen was dran hat, was aussieht wie ein M. Und dann dieses hier, was da oben nochmal ist. Dann haben wir das, was wir da haben. Was ist mit dem ersten hier? Haben wir das irgendwo nochmal? Nein, wie es aussieht, nicht. Das ist ja ein anderes. Dann haben wir das hier, oben so ein bisschen herzförmig. Und das ist dann da nochmal. Und da nochmal. Und das ist es nicht. Okay, das hier, das hat oben ein W, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein W. Das ist das gleiche wie dieses hier.
Und das gleiche wie dieses hier. Wir wissen ja, sie kann 5 Tasten drücken und dann sagt sie was. Vielleicht müssen wir ein Symbol finden, was 5-mal da ist. 2. Das mit dem M. Und unten so ein Kreuz dran. 1, 2. Nee, das sind 3. Die anderen sind ohne Kreuz. Ich weiß es nicht. If these patterns have some kind of meaning, I haven't seen what it is yet. I should look more into what these patterns might mean instead of randomly guessing. Okay. Und das geht auch nicht, ne? I'm not sure if my telekinesis will work. Gut, dann folgen wir ihrem Rat und werden das tatsächlich irgendwie rausfinden. Das hat doch nichts mit den Gemälden hier zu tun, oder? Ich frage ihn jetzt mal nach einem Gemälde, ganz egal welches. Einfach um festzustellen, ob da irgendwie ein Zusammenhang ist. This was in the days before magic. Great powers were at. Okay, nee. Kein Zusammenhang, sie sagt auch nichts, dann gehe ich wohl besser. Das traurige Bild. Es sind auch mehr Symbole als Bilder, von daher kann das auch nicht zusammenpassen. Hat der hier irgendein Buch, was ich übersehen habe, wo vielleicht alte Symbole oder so drin sind? Hasenpuppe, Grammophon, Schnickschnack, das ist die Clownsmütze, Töpferwaren, Mannequin, Affe. Okay, können wir das nochmal machen aus irgendeinem Grund? Sie lacht auf jeden Fall schon mal, das ist gut. Oh, er fällt auch wieder drauf rein. Ah. That's not worth distracting him for. Ich muss was Vernünftiges unternehmen. That's not worth Oh Mist. Oh Mist. Wir könnten ihn aber also nochmal ablenken. Das würde funktionieren. Schnickschnack, Zylinder. Zylinder? Bücher. Die Bücher können wir nicht nehmen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Dann fangen wir jetzt mal an mit den Töpferwaren. Weil sie da vorhin irgendwann meinte, das könnte sie hier drin nicht machen. That's not worth just. That's not worth. That's not worth. That's not worth distracting him for. I need to make this work. Und viel mehr war hier nicht. Ich habe es jetzt mit der Geige nicht probiert, mit dem Zylinder nicht. Die Glocke. Das mache ich jetzt nochmal eben. Glocke, Zylinder und Geige. Na komm schon. Zylinder. Geige. Da lacht sie nur. Glocke. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Dann weiß ich es echt nicht. Die Symbole. Mensch, wer kann mir denn dazu was erzählen? Taverne. Ich gehe jetzt nochmal kurz in den Wald. Vielleicht. Da geht's ja nicht weiter. Vielleicht die weißen Frauen. Was? Was sagst du? Achso, das bringt nichts, da nochmal hinzugehen. Okay, Babydrache. Das bringt auch nichts. Und da willst du auch nicht hin, oder? Nein. Okay. Und runter in den Keller? Nein. Und hier oben ja auch nicht, ne? Okay. Gut. Da ist der Steckbrief. Springbrunnen. Hier ist es immer noch so dunkel. Hat er jetzt echt schon das Licht ausgemacht? He doesn't seem to be. So far they don't suspect me, but I don't want to try my luck any further. Die quatschen dann nur wieder über ihren Namen. Das will ich ja auch nicht. Grandpa told me that fear is really. Okay, das hatten wir auch schon. Opa hatte recht. Hier ist die Büste, hier sind die Schilde. Können wir jetzt vielleicht irgendwas mitnehmen? No. Auf keinen Fall. No. My No. Da bringt sie auch nichts. Kohletopf. Zapfähne, Rohre. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Viel zu heiß. Und so hungrig bist du nicht.
Warum will mir denn hier keiner mit den Symbolen helfen? Mensch. Dorf, Springbrunnen. In die Kirche. Steckbrief. Zur Mühle in den Laden. Oder sind da vielleicht noch... Nein, ich wollte gar nicht zur Mühle. Ich wollte wissen, ob da irgendwie Symbole drauf sind. Aber das ist ja auch Quatsch. Da ist ja dann nur ein Kreuz und hier der Baum. Ach so. Ah, da geht sie automatisch hin. Okay. Gut, bringt mich hier aber trotzdem nicht zurück. Will sie wahrscheinlich auch nicht. Wir können es probieren, aber... Nein. Okay, das war klar. Blätter können wir nicht mitnehmen, Steine können wir nicht mitnehmen. Warum kann uns denn die Zauberin nicht zu den Symbolen sagen? No, nope. Das klappt nicht. Moment mal. It's already lit. Die ist schon an, aber nur die hier. Okay, aber das scheint ja egal zu sein. Können wir nochmal im Müll wühlen? Nein, auch nicht. I really do love these. Okay. Ich habe gerade wieder keine Ahnung. Ich dachte, es läuft so gut. Wir haben jetzt echt ein bisschen was geschafft in der letzten Zeit. Und jetzt hänge ich hier gerade echt wieder fest. Springbrunnen. Ich habe hier auch wirklich noch nichts mit Symbolen gesehen. Ich gehe jetzt nochmal in die Kirche. But it doesn't... Okay, das hat ja nicht funktioniert. Das habe ich schon ganz am Anfang ausprobiert. Okay. Seems... Nee, Moment. Telekinese und Fenster. Maybe this isn't the right approach. Nein, ergibt auch keinen Sinn. Das lässt du lieber. Die Schere. Die Schere. Das Fenster erstmal zerstören. Maybe I should try something else. Okay, das können wir nicht kaputt machen. Ich weiß es nicht. Wenn ich wüsste, was das für Symbole sind. Das sieht auch nicht aus wie irgendwelche Runen, oder? Sie sagt nichts, wenn ich mit der rechten Maustaste klicke. Und wenn ich mit der linken klicke, dann drückt sie direkt auf die Tasten. Aber wir wissen ja, sinnloses Ausprobieren bringt hier gar nichts. Sie will ja einen Hinweis. Nee. Nee, nee, das kann nicht richtig sein. Und er lächelt immer so freundlich. Ich denke mal, der will mir helfen, aber der weiß nichts. Springbrunnen. It looks like the main water feature has been switched. I believe the lever there should pump out what... Okay, das ist aber jetzt auch egal. Können wir das Rohr mitnehmen für irgendwas? I think I've done enough damage. They were all hiding away from Ben. Gut, keiner möchte mit uns reden. Kirche. Wow. I always thought these were really beautiful in my books at home. Even more impressive in person. Antiquitätenladen. Das ist gerade das Einzige, wo wir weiterkommen würden, rein theoretisch. Moment mal, kann ich hier irgendetwas abschneiden oder etwas in Brand setzen? Die Frage ist, hilft uns das, um weiterzukommen? Eigentlich eher weniger. Oder kann ich da mit der Telekinese was machen? Das kann natürlich auch sein. Oh, what an interesting assortment of things. A necklace, a spinning top, a train. Ach Mann. Oh, what an interesting... Gut, das ist das Gleiche. Clownshut. Oh, I always... This hat looks a bit rough, too. Oh, he is a cute one. Sieht etwas irre aus. Wow, Grandpa has one of these... Maybe before I go back with the cure, I can get this for a present. Nee, meine liebe Anna, das ist zu teuer für dich. Was ist hier unten auch wieder? Okay, Kreiselhalsketten. Oh, these are really quite lovely. Such pretty details and artwork. So schöne Details. Sind da vielleicht irgendwelche Symbole drauf? Ich weiß es doch nicht. He's playing symbols. Oh my gosh.
So, such odd dusty. Must be a strange. Ja, genau, der Kauz. Ich weiß es nicht. Da oben liegen Bücher, aber die können wir nicht nehmen. Oh. That wouldn't be. Nee, so funktioniert das nicht. Moment, was ist denn mit dem Stock, den er da immer hat? Damit können wir nichts machen. Ich spreche den jetzt nochmal an. Excuse me, sir. Do you? Nope. Nope. But I. Please, no more talking. Just be done with your looking and leave me be. Oh. Ach Mann, lass du mich doch in Ruhe. Ich würde sagen, ich mache noch mal eine Aufnahmepause. Hat ja beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert, dass man dann nach ein paar Stunden wieder reinkommt und Bescheid weiß. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wo wir dann hoffentlich weiterkommen. Bis dahin, tschüss.